Tavel Basani, Klammer auf Lamm auf Lau mittelschwer für 4 Portionen 400 Gramm Lammfleisch aus der Keule 2 Knoblauchzehen 450 Milliliter Lammfond 2 TI Olivenöl 120 Gramm Butter, Klammer auf Weich, Klammer zu, 21 Zweitel TI Oregano Salz, Pfeffer 70 Gramm Langkornreis, 3 Exaliter Mehl, 4 Eigelb, Klammer auf KI. M Klammer zu, 750 Gramm Schafs- oder Ziegenjoghurt, Klammer auf Reformhaus oder Bioladen, Klammer zu, erstens Fleisch in ca. 5 mm dünne Streifen schneiden, Knoblauch in Scheiben schneiden, Fond in einem Topf erhitzen, zweitens eine große schwere Pfanne sehr stark erhitzen, Öl und 20 Gramm Butter zugeben, das Fleisch darin portionsweise rund um 2 bis 3 Minuten braten. Knoblauch 2 TI Oregano und 300 ml Fond zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten zugedeckt garen, bis die Flüssigkeit fast vollständig eingekocht ist, dabei öfter umrühren. Drittens Reis und den restlichen Fond zugeben, gut verrühren, aufkochen und 8 bis 10 Minuten zugedeckt garen. Die Flüssigkeit sollte fast vollständig einkochen. Die Fleischmischung in eine ofenfeste Form füllen und beiseite stellen. Viertens Backofen auf 220 Grad, Klammer auf, Gas 3 bis 4, Umluft 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. 50 Gramm Butter in einem Topf erhitzen. Das Mehl zugeben, gut verrühren und bei mittlerer Hitze ca. 2 Minuten unterrühren, hellbraun rösten. Die Mehlbutter dann in eine Schüssel füllen. Fünftens Eigelbe, Joghurt und restliche Butter in Flöckchen verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Mehlbutter zugeben und zügig untermischen. Die Joghurt-Butter-Mehlmischung über das Fleisch geben und mit dem restlichen Oregano bestreuen. Im vorgeheizten Backofen 20 Minuten auf der untersten Schiene backen. Dann auf der mittleren Schiene weitere 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Auflauf aus dem Ofen nehmen und etwas abkühlen lassen. Zubereitungszeit 1 Stunde plus Backzeit 40 Minuten pro Portion 33 Gramm E 47 Gramm F 31 Gramm KH gleich 703 Kilokalorien Klammer auf 2947 Kilojoule Klammer zu.